Welche Glocke schlägt da an? Signal fürs Festmahl, Ruf des Fährenmanns, der mit seinem Boote kommt und den Nebel mit sich führt. Das Energiefeld des Ich Bin, das Energiefeld des Seins, ich spüre es auf und dann backe ich es richtig gut zusammen, damit es für eine Weile hält. Jay! Oh. Ich sehe nur in Überschärfe, was ich nie erkannt. Was ich begriff, das fühle ich mit der ganzen Haut. Darf ich jenem Bande folgen, das mich leitet durch die Welt, wird es in dem Gange enden, wo mein Stundenglas zerschellt. Von knochiger, flirrender, unsicherer Figur, ich nähre sie mit Zärtlichkeit, Sicherheit und meinem Vertrauen. So wird sie zu schlanker rosa Elefantenfigur. Ja, sie wird neu und sie wird eine Figur des Vertrauens. Ja, mein Verbündeter. Die mich treiben an das Ufer jener Insel, darauf nur die schönen Menschen leben. Seien Sie nicht so abgeflext, entblößen Sie Ihre Seele. Nun, ich rasier dich im Handumdrehen, bis du so glatt bist wie ein Popo des Babys. Der innere Anwalt lädt ein, verteidigen Sie Ihre Persönlichkeitsanteile vor sich selber. Ich bitte darum. Leider nein, 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 leider nein.
Narren irre ich durch das bewegte Land. Auf der Suche fasse ich still nach einer Hand. Wege kommen, Wege gehen, überall das gleiche Band. Es wird enden in dem Gange, wo bereits das Stundenglas für die neue Wendung stand. Genau, konfrontieren Sie sich mit sich und reden Sie sich gut zu. Sie werden sehen, Sie werden ganz sein, versprochen. Aber tun Sie es regelmäßig. Regelmäßigkeit ist Trumpf. Wo es ein Ego gibt, dort gibt es auch innere Dämonen. Konfrontieren Sie sich, werden Sie ganz. Dein Weg wird dich finden, so wie der Schlaf dich finden wird. Oh.